Das ist doch Wave, ne? Hallo zusammen. Winke, winke. Ich habe mich jetzt nochmal Bloodborne gewidmet. Hab mir den DLC geholt, der war gerade im Angebot für 12 Euro. Aber ich wollte den so oder so haben, ich hätte auch die 20 Euro gezahlt dafür. Und habe dann gemerkt, dass man den gar nicht so einfach freischalten kann. Ich war nämlich gerade im NG Plus, hatte gerade erst angefangen und hatte noch keinen Boss gelegt. Und ja, um diesen DLC freizuschalten, braucht man da muss man Vika Amelia erlegt haben, also der in der Reihenfolge dritter Boss, wenn man jetzt habe ich vergessen, wie das eine Beast heißt, dieses Giftbeast, das ist so ein optionaler Gegner. Ja, musste ich erstmal alles freischalten, die Gegner killen, Father Gastholm und Cleric Beast killen, und danach war der Weg frei, nachdem ich für 10.000 Seelen, Echos mir noch das Tor geöffnet habe. Ja, also falls ihr Fragen habt, wie man das DLC freischaltet, wenn man von vorne anfängt, ich bin bereit, das nochmal ausführlich zu erklären. Ansonsten gibt es da auch diverse Anleitungen im Internet. Genau, ich gehe hier nochmal einmal kurz in Hunter's Dream. Also das ist jetzt hier das DLC-Gebiet. Sieht genauso aus wie Chapel, wie heißt das? Central... Ach, ich habe Cathedral Ward. Ich vergesse mal, wie die Orte heißen. Hier steht es nochmal. Grand Cathedral. I think so. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zum DLC komme. Also hier ist ja nichts aktiviert bis jetzt, ne? Grand Cathedral. Eins von beiden, meine ich, ist es. Vielleicht ist das ja auch das Besondere daran, eins davon ist. Cathedral Ward ist vielleicht das alte. Und Grand Cathedral ist dann vielleicht das DLC-Gebiet. Mal hier kurz gucken. Ah, ich habe leider heute nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Also nicht ab jetzt laufen, sondern die Zeit läuft schon. Sehr, sehr schade. Ich habe auch leider immer nur Zeit zum Spielen. In meiner Mittagspause, die hier nehme ich mir dann, weil ich sonst arbeiten muss. Angestellter, und wenn ich dann nach Hause komme, dann muss ich weiterarbeiten. Da habe ich noch vor kurzem einen Film gedreht, den muss ich auch irgendwann noch schneiden. Also das dauert, das ist immer ein bisschen schwierig bei mir, das Zocken. Deswegen nutzt die Zeit und guckt mir zu, denn es ist kostbares Let's Play. Gibt's nicht häufig von mir. So, ich wollte jetzt meine Blood Echoes hier verwenden. Ich bin immer noch nicht so ganz drin im Spielablauf. Ich weiß schon zum Beispiel nicht mehr, wie ich mit Inventar komme. Da, Inventory. Ja. Kämpfen kriege ich wieder hin. Und beim Kämpfen habe ich auch gleich gemerkt, dass bei meinem Controller die R1-Taste wieder klemmt. Das ist nur durch Bloodborne passiert das, weil man so oft auf R1 rumhackt. Voll scheiße. Hier, 96 Shiny Coins. Hoffentlich bringen die mir irgendwas. So, und ich brauche jetzt Blood Echoes, ne? Nehmen wir das hier. Das war jetzt nicht viel. Ich brauche 2000. Da kriegt man doch auch Blood Echoes für, oder? Nope. Nicht. So, was hier noch? Kin Cold Blood einmal. Ja, einmal das hier. Boah, vielleicht reicht das schon. Nein! Nein! Ich will immer mit Viereck überspringen und mach dann meinen Bowser drauf. Das ist nicht gut. May you find your worth in the waking world. Blitzschwert. Menno. Man hört blitzen. So, 1500 kriegt dafür, ne? 350, das will ich. Letztes Mal habe ich sie aus Versehen sogar gehackt, die Frau, die Arme. Angehackt. Vitality mache ich wieder auf Strength. So, jetzt bin ich bereit. Farewell, good hunter.
Ich mache auch mal hier ganz kurz Bold Paper weg. Irgendwie stehe ich voll auf Fire Paper. Fire! Aber da habe ich nicht mehr so viel. Irgendwas muss ich da hinlegen. Ah, nehme ich mir den Molotov Cocktail. Und so eine Second Weapon ist schon ganz cool. Da. Kann nicht schaden. So, dann gehe ich jetzt nochmal in Grand Cathedral. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht mein Ziel ist. Schauen wir mal. Und ich werde jetzt die ganze Spielzeit nur rumreisen und gar nicht zum Zocken kommen. Das wäre sehr schade. Das wäre sehr, sehr schade. Aber die Ladezeiten sind sehr angenehm von Bloodborne. Also im Vergleich zu Witcher, wenn man da... da wollte ich nicht hin. Okay. Jetzt die Frage. Ah, ich muss ja erst eine Lampe an... Ne, ich habe eine Lampe. Ich habe eine Lampe dort. Eigentlich auch voll dumm von mir gewesen, dass ich jetzt zurückgegangen bin, weil ich die ganzen Gegner nochmal killen. So, da gibt's jetzt eigentlich nichts. Cathedral Ward gab's schon vorher. Das ist alles nichts Neues. Ja, es ist natürlich die Frage. Hast du noch was zu erzählen, alter Mann? Most of the holy chalices lie deep, and the few that were lost again. But if one, it was the purpose. Das habe ich mir schon alles angehört. Das sind ja, glaube ich, diese komischen Challenge-Steine, keine Ahnung, wo man gegen andere Leute fighten kann. Und hier ist nichts mehr, oder? Das war's in Bezug auf dein Männchen bis zu, ne? Das geht ja irgendwann geht das auch auf. Irgendwelche Notes. Ich spiele übrigens offline, deswegen sind hier nur Notes, In-game Notes, also Entwickler Notes. Okay, ich weiß jetzt leider nicht, wie ich da hinkomme. Sehr, sehr traurig. Ich werde es vielleicht irgendwann noch rausfinden. Aber solange gehe ich einfach einen anderen Weg, nämlich den ich vorher auch schon gegangen bin. So startet man auch den DLC, wenn man halt die Sachen davor erledigt hat. Also man muss wie Camellia killen, dann muss man zurück in Hunter's Dream, dann kriegt man irgendwie so ein Eye, so ein Auge. Das ist ein Item, was man braucht, damit man in das Gebiet geschickt werden kann, ohne zu sterben. Weil man kann wohl von Anfang an in das Gebiet, aber man stirbt halt einfach auf dem Weg dahin. So habe ich das irgendwie verstanden. Ja, genau, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Sterben, mit der Ladezeit. Also Bossfights bei Bloodborne, die müssen einfach die Ladezeit schneller machen. Das wäre ja nicht auszuhalten, wenn man so ewig warten muss. So, genau, jetzt gehe ich hier lang. Und dann gehe ich hier irgendwann in den Baum ran, glaube ich. Da irgendwo, ne? So, und das überlebt man normalerweise nicht. Weil das ist jetzt die Lesser Amygdala. Und die, ich hätte auch der keine weiblichen Stimme zugeteilt. So vom Aussehen her. Aber, ja. Wusste ich auch nicht, dass das die Lesser Amygdala ist. Hat wohl was mit der Vika Amygdala zu tun. Ich weiß es leider aber nicht. Bin irgendwie so ein Lore-Loser. Kenne ich mich gar nicht aus. So. Hunter's Nightmare. So heißt die Lampe. Oder wie? Oder das Gebiet. Genau, leider habe ich da schon ein paar gekillt und die sind jetzt alle wieder da. Naja, gut. Könnt ihr das mal von Anfang an miterleben. Also sieht aus wie Cathedral Ward, nur alles etwas zerstört. Ja? Alles etwas zusammengefallen, also von der Zeit weiter hinten. Genau, und da kommen jetzt so Gegner mit so, genau, hier war zum Beispiel ein Item, das habe ich schon eingesammelt. Mit
so Peitschen, Metallpeitschen, ja, weiß nicht, wie man das nennt. Gibt es, glaube ich, auch als Waffe. Im einen selbst. Also auch jetzt schon, meine ich. Da, ne, genau, jetzt sieht man gleich, was das für einer ist. Der killt nämlich auch die Gegner in dem Spiel. Man sieht auch, der knallt gut rein, der killt ihn mit einem Schlag. Ich mache das, glaube ich, nicht. Der hat eine Knarre, also er ist eigentlich ähnlich wie ein Hunter, nur kriegt man, ja, wenn man ihn killt, kommt er wieder. Also Hunter sind ja eigentlich tot, wenn man sie gekillt hat. Und der wird mir jetzt gleich böse mit der Pistole als einfallen. Peitsche. Aber ich setze mal. Ah, fuck. Ich hab noch nicht so eine richtige Taktik, den zu killen. Außer dass er. Aua! Außer dass er recht gut zu staggern ist. Da liegt er jetzt, oder wie? Cool, wie der stirbt, wenn er am Ende nochmal so schreit. Hört sich cool an. I like it. Rollen! So. Ja, das war jetzt ein bisschen lame. Das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, habe ich ein bisschen besser gekillt. Genau, ich bin hier im NG+. Das ist sehr, sehr praktisch mit der Energie. Ja gut, wenn man jetzt die paar Bosse gekillt hat, hat man wahrscheinlich auch schon ein bisschen Energie gelevelt. Mein Balken ist echt richtig groß. Wenn ich überlege, wie das Spiel angefangen hat, da war er echt niedrig. Da wäre hier das Gebiet nicht so einfach. Aber die Gegner sind natürlich dann auch im NG+ ein bisschen schwerer. Ich könnte auch nochmal von ganz vorne anfangen. Dann könnte ich das normal spielen, das Spiel. Und die laufen unten rum, die halten ihre... Die halten Wache. Dann werden sie auch gleich gekillt. Ah, ich mag hier die Gegend. Ich finde, das sieht cool aus. Sehr geil. Oh, guck mal hier, die Sonne. Oder ist es der Mond? Sieht aus wie ein Auge. Mondstart. Geil. Hier war wohl auch schon in einer unterwegs. Hier liegen nämlich auch schon Leichen. Monster. Oh. Hasserhunde. Ich hab sie schon... Ah, oh, welche Kugel gehasst. Ich hasse sie auch in diesem Spiel. Bei dem Spiel hasse ich sie, weil sie einfach so verflucht flink sind. Bei Resident Evil habe ich sie gehasst. Weil sie mich zu Tode erschrocken haben. Boah. Und kennt ihr das? Kann jetzt niemand antworten. Guckt auch gerade niemand zu, aber ich gehe trotzdem einfach so, als würdet ihr zugucken. Ah, da ist der. Alter, ich habe doch gerollt, Mann, du Bastard. Und schon wieder habe ich gerollt und schon wieder. Fuck. Oh, ich hasse das, wenn... Komm jetzt. Sitz ihn. Schlag doch. Scheiße, dann ist da wieder nur. Ja, die bekämpfe ich aktuell noch ziemlich lame. Lame or lame. Na, jetzt weiß ich gar nicht, was ich erzählen wollte. Hört ja eh keiner zu. So, hier unten runter droppen, das habe ich mich auch schon aufgemacht, das Tor. Das ist ready, da kommt man aber auch jetzt nochmal über einen anderen Weg hin. Hier rüber. Auf, dass es mir im Rücken läuft. Ja, so viele Hunde. Oh nein, Schütze! Jetzt! Ach so, das war auch wieder so ein Special-Typ, oder wie? Habe ich auf jeden Fall am Schreien so gehört. Hört sich voll cool an. Voll cool. Das ist noch ein Item. Oh, Item-Gegner. Das ist hier keine gute Stelle, um, finde ich, um zu kämpfen. Ah? Cool, dass sie sich gegeneinander bekämpfen. Jetzt. Ich hab Angst, Marc. Und du hast Angst vor mir?
So, jetzt habe ich mich besser mal angegriffen. Hier gibt es ordentlich Blood Vials und hier ist ein neues. Ja, ist das. Item. Runestone. Und was ist hier los? Irgendein Schuss oder was? Wow, wow! Von wo? Fuck! Au! Was war das? Ich gerade gut. Mal gucken. Ja, mir hat es auch schon Spaß gemacht, das normale Spiel noch mal ein bisschen zu spielen. Father Gascoigne habe ich um einiges schneller gelegt. Ich glaube, noch im zweiten Versuch. Ey, hat er mich fertig gemacht. Alle Bosse haben mich im Spiel total fertig gemacht. Ich glaube, dieser Cleric Beast, das war kein Problem. Den hatte ich bei mir auch verpeilt und habe den erst später gemacht. Genau, hier geht's nochmal runter. Ja, und jetzt habe ich den einfach so gelegt. Und gibt's jetzt einen neuen? Wow! Wow! Und eine Feuerkugel. Weg hier. Wollte ich nicht rein. Ich dachte, jetzt bin ich dran. Kommen da mehrere? Oder gibt's nur eine Feuerkugel? Das ist die Frage, ne? Da ist dann da oben wieder ein Bossfight oder wie? Die Fackelträger, hier rechts rum geht's nicht mehr oder wie? Hier geht's nicht mehr rum. Bleibt immer schön noch da oben. Old Hunter's Garb. Ja, ich habe auch schon Old Hunter's Head eingesammelt. Nur, ich bin ja so ein kleiner Hauptsache, die Rüstung zählt. Und wie es aussieht, ist mir scheißegal. Deswegen habe ich auch diese Rüstung. Die finde ich jetzt nicht so spektakulär vom Aussehen her, aber das ist halt die stärkste. Und Old Hunter's Rüstung ist nicht so stark. Aber vielleicht bei irgendeinem Bossfight bringt ihm ein was so. Ich bin gespannt, wie die so zu bekämpfen sind. Oh, die Tür geht von ganz alleine auf. Oh. Aber immerhin haben die dem auch noch ein bisschen Energie abgezogen. Cool, Mann. Das ist voll geil, wie sich das so aufbaut. Wenn so ein Gegner sieht und dann... Oh, der Gegner killt die anderen Gegner. Der ist wohl nicht so freundlich. Wow! Oh, der hält richtig viel aus. Au! 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 Zu viel Distanzschläger. Ah, das ist ein Feuer. Wow. Wow, fuck, ich komm zu schnell vorwärts. Shit. Hilfe, ich sehe nicht. Nimm deine dummen Blatt. Bei dem muss ich mir noch ein ganz gutes Gebiet aussuchen, wo ich den am besten bekämpfe. Voll lame, jetzt muss ich die ganzen Leute nochmal kennen. Lame. Ja, irgendwie auch doof, dass man sich hier nicht hinbiegen kann. Ich gehe das noch irgendwann, irgendwie. So. Dann nochmal von vorne. Kann ich hier durch rushen? Hallo? Alter, was geht denn, Mann? Manchmal... Wie geht das denn langsam? Guck mal, ich bin doch an dem vorbeigerollt. Ich kann ja nicht dann bitte neben sich treffen. Und schon wieder bin ich weggerollt. Also bitte. Ignoriere nicht mein Rollen. You fucking bastard. Kriegt
Rüstung, dann ist die ganze Energie weg, Mann. Drei Blood Vials bei dir verbraucht. Darn it. Und dumme Drecksraben da noch rumfliegen, aber die... Ja, nervt mich nicht. Was war ich? Euch hasse ich auch. Kommt ihr hinterher? Die Monster Gang, die chillt lieber in der Ecke. Ja. Und waren hier nicht irgendwo gerade Füße? Füße. Ja, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach weitergehe? Krieg ich dann meinen Rücken gerannt? Oh, fuck. Feuerkugel ganz vergessen. Komm, Feuerkugel. Dann werde ich immer noch rennen. Au! Wie hältst du deine Knarre, Mann? Bastard. Ist das gedroppt? Ist nichts gedroppt. Bastard. So. So, die werden jetzt. Eigentlich sollte ich da hochrushen. Und die unter beim Fight unterstützen, oder? Wolltest du dich nicht mit den Typen? Aber wenn die mir jetzt in den Rücken haben, dann bin ich aber fuchsig. Du hast etwas restored, zum Glück. Ah, wie findest du das? Einen kleinen Olli, ja? Fuck! So ein Transmode drauf oder wie? Yeah. Ich hatte schon Schiss, dass ich sie nicht treffe. Fettes Beast. Nimm die verfickten Blatt. Wenn man mehrmals vom gleichen gekillt wird. Ich weiß nicht, wie oft das mir bei Dark Souls passiert ist. Da waren echt die Bossfights. Alter, da bin ich 100-mal gestorben. Und bei den normalen Gegnern, ey, da habe ich echt ewig gebraucht, bis ich da meine Taktik hatte. Ist halt auch so beschissen, dass der so weit hinten erst kommt. Gehe ich den gleichen Weg wie eben? Ich werde nicht mit dem Typen battle. Autsch! Autsch! Ich kann man dem auch einfach davonlaufen. Hört sich nicht so an, als könnte man dem davonlaufen. Besonders weil ich ihn wirklich in die Arme laufen werde. So, jetzt weiß ich nicht, ob der Verfolger gestorben ist. Aber da kam auf jeden Fall ein großer, großer Feuerball hinterher. Der dem bestimmt nicht so viel Spaß gemacht hat. So, dann nochmal die Typen da oben triggern. Machen wir mal auf. Getroffen. Oh. Ja.
und hat's gemacht. Grab Attack, Mann. Keine Mollys mehr. Ja, genau. Geh du mal schön zurück. Geh du mal schön zurück. Ich glaube, Fire. Ich mach jetzt. Ich dachte, der geht weiter. Hä? Au! Fucking au! Hä? Warum hat er denn jetzt einen Molly geschmissen? Das war jetzt strange. Das war doch eigentlich Cold Attack ausgerollt. Lucky! Oh, fucking. Fucking fuck. Lame. Lame. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich nie Bloodborne bei Twitch übertragen habe. Ich da 5 Millionen Mal sterbe. Den muss ich jetzt irgendwie besiegen. Ich weiß immer noch nicht wie, aber. Ja, werde ich mich mit den normalen Gegnern jetzt nicht battlen. Schieß mir nicht in den Rücken, du Bastard! Schnell wieder in die Richtung laufen, weil sonst kriegen wir die Feuerflut ab. Da war noch einer hinter mir. Den dummen, schießenden Hunter. Ja, genau, geht immer zu dem hin. Battle euch mit dem. Ich weiß nicht, was der für eine Schwäche hat. Er Feuer oder er Bolt? Ich würde mal sagen, ja, Feuer, oder? Ja, Feuer aus. Hier holt mir die Platte. Ja, und jetzt kommst du da runter gerusht, oder wie? Ich weiß einfach nicht, wie ich kämpfen soll. Stark. Alter, fuck, jetzt hat er eine verfickte Grab Attack gemacht. Lange vorne. Ich drücke Dreieck bis zum Adresse. Ah, er hat zu viel Dreieck gedrückt. Ich kill den jetzt. Sauer, Alter. Leid für mein auffälliges Kommentar. Aber wenn mein Herz rast, dann. Alter, das ist einfach ein Spiel, das jagt einen immer wieder zum Herzrasen. Das ist geil. Ah, da ist auch noch Molly. Siehst du, also Feuerschaden würde ich ja sagen. Feuer macht ihm was aus. Puh. Okay, also Feuer aufs Schwert. Und darauf setzen, dass man ihn staggert. Nicht die Stamina außer Acht lassen. Was bei mir immer passiert. Immer. Nie auf die Stamina. So ist dies jetzt auch auf Max. Höher geht die nicht. Gut, schade. So, wie seht ihr denn aus? Euch habe ich auch noch nicht bekämpft, ne? Ihr seht ziemlich tot aus. Ey, gucken wir uns mal an hier. Gucken wir uns doch mal an. Wo ist denn mein Monokular? Monokular heißt das so, ja. Ups. So sehen die also aus, ja. So komme ich hier Metallmasken auf. Ne, keine Metall, sind einfach nur so Stoffmasken. Stofftücher über dem Kopf und hier. Aha. Aha. Ja. So wie die Biester eigentlich, nur irgendwie, das sind noch so kurz vorm Verwandeln. Ne, das sind eigentlich eher menschlich, aber die haben hier schon so Haare wachsen aus den Armen raus. Also irgendwie sowas. Krass. Und jetzt bin ich mal gespannt, kommt denn jetzt hier wieder ein Bossfight oder wie?
Wenn ja, und der Typ immer davor wartet, wird das nicht so einfach. Okay, sieht nach einem Bossfight aus. Ich hab keine Ahnung, was er für Schwächen hat. Fire. Let's try fire. Oh. Warum startet der Bossfight noch nicht? Wahrscheinlich startet er erst, wenn ich da mein Item genommen habe. Der sieht nach Feuer aus, dann wird er keine Feuerschwäche haben. Okay. Du brauchst nicht auf. Immerhin reagiert er auf meinen Schlag. Es ist nicht das Cleric Beast. Was habe ich denn jetzt gerade eingesammelt? Ah, Materials. Das ist alles, oder? Irgendwas mit Eye war es, ne? Eye Pendant. Ich hätte gern bei Bloodborne und auch bei den Souls-Spielen gern sowas. Hier, das ist übrigens der Schlüssel, den ich mir gekauft habe, um das Tor aufzumachen. Ah, da. That unlocks the surgery altar. Ah, alles klar. Und das andere unten drunter, das Eye, das war. Da. Um, das braucht man, um in dieses Gebiet hier zu kommen. Alright. Dann war's das hier. Da gibt's hier nur einen Schlüssel, der bewacht wird von einem riesengroßen Axtmann. Vielleicht kommt auch der Typ hinter mir, wird er erst wach, wenn ich hier rausgehe. Wer weiß. Naja, mal was Neues. Nein. So ein großer Raum. Nur für ein Item, aber den Raum gab es ja auch schon vorher. Den haben die ja jetzt nicht komplett neu gemacht. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal hier lang. Also ich werde da unten das Gebiet auch noch ein bisschen abgrasen, aber was ist denn hier los? Was geht hier, Mann? Die Glocke läutet, passend dann, wenn ich ankomme hier in dem Gebiet. Zufall. Oh. Da kriegen schon die Kugel. Der schießt. Wie. Ah, das ist so eine Schießmaschine, die der da hat, oder? Wow, wow! Da ist noch eine Schießmaschine, oder? Nennen wir die unprofessionellerweise mal so. Wow! Jetzt hoffe ich mal, dass diese Schießanlagen kaputt bleiben. Ansonsten wird es kein Vergnügen, hier in Zukunft lang zu laufen. Aber es gibt bestimmt für alles einen Weg. Ich kann man die irgendwie austricksen oder so. Wo war das andere hier? Das habe ich dann wohl vorhin auch gehabt und habe es dann unwissentlich zerschlagen. Ich freue mich, dass ich in einem einzigen Let's Play mal ein bisschen weiterkomme im Spiel. Das war, glaube ich, am Anfang so, da bin ich echt stundenlang immer in dem gleichen Gebiet gewesen, immer die gleichen Schritte gemacht, immer wieder gestorben an der gleichen Stelle oder ein paar Meter weiter. So, hier war sonst nichts, ne? Zwei Blood Vials hat mich das gekostet. Hier ist wieder so eine Kutsche mit einem verwesten Pferd vorne dran. Gibt es häufig im Spiel. Kutschen wie auch die Pferde. Und hier sieht es irgendwie aus, als wäre da mal ein Viech gewesen. Versteinertes, spinnenähnliches Viech. So, dann geht's hier weiter. Hoffentlich nicht noch mehr so Stand-MGs. So, da unten sind zwei Nervensägen. Würde ich am liebsten einzeln triggern. Dann spare ich mir
Ja, komm doch mal schön. Komm doch mal schön. Ich würde dich halt ungern auf diesem Gang hier bekämpfen, weil hier ist so wenig Platz. Oh nein, dein Freund kommt gleich mit. Okay, was mache ich jetzt? In die Hose pissen oder... Oh, das sind 4 Stück. Ich kann auf keinen Fall die alle gleichzeitig bekämpfen. Das werde ich nicht überleben. Komm. Lauf nicht so dumm rum. Ah, bleib ich halt hier stehen. Ja, Charge Attack. Woo! Die planen. Oh, ich will weg hier, ich will weg. Die planen Zeitbomben oder die werfen Zeitbomben. Crazy, Mann. Mit dir. Ein kleiner Hunter. Ist mir wieder. Da kommt auch noch mit einer Fackel an. Ich bin ja wohl keine Hexe. Oh. Das Gute ist, weil ich krieg an die Schuhe angreifen. Gerne nein, nein, ich will nicht sterben! Kein Bock. Wir haben immer Blattwald. Und wir gerade auf dem Schlagen, deswegen habe ich den Schiss jetzt einen zu nehmen. Hat zum Glück auch geklappt. Scheiße, ich muss das gleich los. Oh. Ich muss noch eine Zeitbombe werfen. So, meine Blood Echo sollte nochmal so langsam geboost werden. Schützt mich immer eine Bombe rein. Also das sind ja jetzt wirklich keine harten Gegner. Aber es ist halt auch schwierig beim DLC, ne? Da weiß man nicht, wie stark ist jetzt der Spieler gelevelt, wenn er da reingeht, ne? Wenn er so ultra mega stark gelevelt ist wie ich, hahaha, bisschen übertrieben. Dann ist natürlich super einfach. Was hier los? Ich würde mich ja natürlich jetzt freuen, eine Lampe zu finden. Ich habe ja echt ewig noch gesagt Bonfire. Mittlerweile sage ich Lampe. Oh! Mal Licht anmachen, Leute. Licht anmachen. Oh! Oh! Ihr seid aber auch böse, Mann. Ihr seid aber auch böse. Immer in den Rücken rein. Was war das mit Molotow? Ich habe mich gar nicht getraut zu lesen, weil ich nur gucken will, was hier für Gegner rumlaufen. Hier geht's runter. Hier geht's auch runter, aber nur ein Drop. Gehen wir doch erstmal den Weg, den wir wieder zurückgehen können. Ey, ist das hier? Das ist die Anfangsszene. Ayo. Ah, ziemlich am Anfang kommt das hier. Okay. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht irgendeiner unerwartet in den Rücken ist. Und dann ist da wieder der alte Mann mit dem Rundstoß. But he's dead. Zeitbombe! Gut gemacht. Das ist ja funny hier. Mit den Zeitbomben. Und hier geht's auch weiter, oder wie? Very, very interesting. Ja, cooler DLC, Mann. Cooler DLC. Geht's denn da wieder zurück zu der Lampe, oder wie? Man muss echt voll aufpassen. Oder voll hinhören. Ob da nicht einer gleich einem in den Rücken rennt. Okay. Ich hab zuerst geschlagen. Oh, der ist ziemlich hart. Dieses hat nicht so eine mega krasse Reichweite wie der Riesen. Ah. Au. Fuck. Scheiße.
Reichweite ist aber auch nicht der beste. Das war ein Todeskombo. Ich dachte, ich wäre tot. Krass, diese Schläge, die vorbeigehen. Fackel ab, Mann. Scheiße! Todeskombo reingekommen. Stirb doch. Komm, noch ein Schlag. Nein, der Schlag war es nicht. Jetzt aber. Fucking. Fuck, Mann. Das war ein Hunter, Mann. Würde ich jetzt mal sagen. Puh. Ja, so ein Beast-Hunter, ne? Der war ja, wo ist er hin, die Leiche? Ist weg. Er hat sich ja wieder zurück zum Menschen verwandelt. Oh. Da hatte ich jetzt schon so ein bisschen Schiss zu sterben. So wie bei den Riesenfreunden. So, hier geht's nicht weiter. Jetzt ist Ende erreicht von dieser Gegend. Tür, jemand da. Nehmen wir lieber noch ein Blatt, weil... Okay. Also die Lampen stehen nicht da, wo sie sonst auch immer stehen. Das müsste ja... Da, wo ich hergekommen bin, auch noch eine Lampe sein. Hier geht's auch nicht lang. Okay. Das ist natürlich cool für die Levelentwickler. Die müssen da nicht alles neu bauen. Und ich find's jetzt auch nicht so schlimm, wenn die so einen Gegner wiederverwerten. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Kann ich voll mitleben. Oh, das sieht ein bisschen blutig aus da draußen. Von hier oben komme ich. Hier war keine Lampe bis jetzt. Also wird hier auch keiner mehr kommen, ne? Hier komme ich her. Weiß jetzt nicht, was hier so gilt. Hier war ich doch auch schon, oder? Ah, da geht's auch nochmal zu dem Blut, okay. Bastard. Tickenden Zeitbombe. Ja, die sind eigentlich akzeptabel, die Gegner. Alle Gegner, die leicht zu killen sind, sind akzeptabel. Okay, also ist hier auch Dead End. Außer ein bisschen Gegner schon mal gucken. Ne? Ihr kommt nicht zu mir, ich komme nicht zu euch von dieser Stelle aus. Außer die kennen jetzt schon den anderen Weg und rushen mir gleich entgegen. Dann geht's da hinten weiter. Dann geht's wohl da hinten weiter. Zu den Viechern, aber stelle ich mich am besten so hin, wie ich jetzt auch nachher weitermachen muss, weil wer weiß, wann ich weiterspiele. Könnte noch ein bisschen Zeit vergehen. So kann man sich droppen. Mhm. Zu diesem einen Item. Na, höre ich mal hier auf an der Stelle. An dieser Stelle, genau, höre ich auf, bin ich auch ein bisschen beleuchtet. Oh, fett eingeblutet. Sieht geil aus. Ich sage Tschüss. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich werde das Video über YouTube reinstellen, damit viele, viele Leute mein Let's Play gucken können. Weil beim Twitch hat jetzt keiner zugeschaut. Leider, leider. Mir egal. Ich freue mich auch, wenn ich einfach nur so reden kann. Mal gucken, wann ich weiterspiele, wann ich Zeit finde. Wahrscheinlich erst nächste Woche Montag zwischen 12.30 so in der Richtung. In dem Bereich rum. 12.30 Uhr. Dann vielleicht bis nächstes Mal. Macht's gut.